Dr. Takt, Videokolumne Nummer 11, September 2020. Ludwig van Beethoven, Symphonie in A-Dur Nummer 7, Opus 92. Hieraus ein Teil des vierten Satzes des dahinrasenden, mit Allegro con Brio überschriebenen Sonatensatz-Rondos, mit dem dieses tänzerische, aber auch so unglaublich energiegeladene Stück schließt. Wagner bezeichnete es mal als die Apotheose des Tanzes selbst. Ob man das jetzt so pathetisch beschreiben mag, so inhaltlich aufladen mag, sei dahingestellt, aber es gibt auch innerhalb der neuen Symphonien von Beethoven kaum ein Stück, das so energiegeladen, so tänzerisch, auch so rhythmisch ist wie diese Symphonie. Beethovens Musik ist ja insgesamt sehr energiegeladen, sehr vorwärtstreibend und das geschieht, indem er eben die Elemente, die verschiedenen Ebenen, Melodik, motivisch-thematische Arbeit, harmonische Binnenspannung und eine sehr ausgeklügelte Rhythmik sehr eng und sehr genau miteinander verzahnt. Hier, in diesen Takten 52 bis 62 passiert jedoch eines. Hier ist auf einmal ein Abschnitt quasi athematisch. Hier scheint der Rhythmus an sich herauszubrechen aus dem Entwicklungsgang, aus der vorwärts treibenden Entwicklung der Musik. Dieser Abschnitt leitet über zum Seitenthema dieses Satzes. Das spiele ich Ihnen einmal kurz vor. Hier hat man als Gruppe immer auf dem Taktbeginn diese punktierte Achtel mit Sechzehntel. Jam-ba-ba. Also eigentlich nur das Jam-ba. Und das ist angelehnt an einen ungarischen Rhythmus, den Verbunkosch-Rhythmus, den Beethoven hier verarbeitet. Und dieser Rhythmus erscheint in dieser Übergangsgruppe als Basis, um Orchesterschläge, Tutti-Schläge zu strukturieren, um damit eine Überleitung harmonischer Art zu gestalten. Diese Überleitung ist eine Modulation hin zu der neuen Grundtonart, in der eben dieses eben angespielte Thema steht. Das endet auf einem Dominantakkord über Gis und ich spiele Ihnen nur vielleicht mit Hilfe der Rhythmusmaschine diesen harmonischen Verlauf einmal vor. Da klingt es doch noch ein bisschen anders. So, ein bisschen weiter Überleitung. Dann kommt dieses Thema. Vorher aber einer der seltenen Momente, in dem aus der Entwicklung, aus dem Voranschreiten der Musik, wie pure Energie, purer Rhythmus auf einmal so etwas hervorbricht, was es ganz selten bei Beethoven gibt, was aber eben auch wirklich typisch dann für seinen Gestus, für seine Herangehensweise, für seine Art des Komponierens, des Musikdenkens und Musikmachens ist. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, schreiben Sie mir unter takt@deutscheoperberlin.de.